Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Vor 200 Jahren wurde Friedrich Engels geboren, neben Marx der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Wenn Friedrich Engels heute für etwas bekannt ist, dann wohl für die finanzielle Unterstützung seines Freundes und Genossen Karl Marx. Bei jedem Nachruf auf Marx und Engels betonen bürgerliche Journalisten, meist mit süffisantem Unterton, dass Marx ohne das Geld von Engels, dem Sohn eines Textilfabrikanten, sein Hauptwerk, das Kapital, niemals hätte schreiben können. Aber die historische Bedeutung von Friedrich Engels in der Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung geht natürlich weit darüber hinaus. In diesem Podcast wollen wir seine Rolle als Theoretiker und nicht zuletzt als Mann der revolutionären Praxis beleuchten. Friedrich Engels war der älteste Sohn eines Industriellen, der von klein auf darauf vorbereitet wurde, das Unternehmen seines Vaters zu übernehmen. Diese Herkunft förderte nicht gerade seine Entwicklung zum Revolutionär. Seine Bildung war stark vom Ideal religiöser Frömmigkeit geprägt und der jugendliche Engels kämpfte lange mit sich und seinem Glauben. Erst die Philosophie Hegels, die er sich autodidaktisch aneignet, befähigt ihn allmählich die Religion zu überwinden und sich dem Kampf für die Verwirklichung der Freiheit zu verschreiben. Die hegelische Dialektik bildet auch den Ausgangspunkt seines Denkens und es wird zu seinen größten Leistungen gehören, diese Philosophie konkret auf zentrale Fragen der Geschichtswissenschaften anzuwenden. Denken wir nur an seine großen theoretischen Arbeiten zum Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates oder der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Und die Dialektik zur philosophischen Grundlage der revolutionären Arbeiterbewegung zu machen. Ganz entscheidend sind auch Engels Beiträge, die Gesetze der Dialektik auch basierend auf den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften abzuleiten. Früh schon, und zwar früher als Marx, erkennt er die Notwendigkeit der Einheit von Theorie und Praxis, die später zu einem zentralen Element der materialistischen Geschichtsphilosophie werden sollte. In der Philosophie sieht Engels in erster Linie eine Waffe im politischen Befreiungskampf. Doch lange Zeit bleibt Engels noch auf dem Standpunkt von Hegels philosophischem Idealismus stehen. Die absolute Idee ist ihm Anfang und Prinzip jeder Realität. Doch bald ist ihm bewusst, dass, Zitat, eine soziale Revolution auf der Grundlage des Gemeineigentums der einzige gesellschaftliche Zustand ist, der sich mit den Grundsätzen dieser Philosophie der Dialektik verträgt. Engels bekennt sich also sehr früh zur Idee des Kommunismus, früher als sein späterer Genosse Marx, und er begründet den Sozialismus, der bis dahin nur eine Utopie, eine Idee großer Männer war, aus der Kritik der politischen Ökonomie, aus der Kritik der ökonomischen Verhältnisse. Damit war der erste Schritt zum wissenschaftlichen Sozialismus getan. Durch seine Einblicke in die Lage der arbeitenden Klasse in England, so auch der gleichlautende Titel seines ersten wichtigen Buches, bekommt Engels in weiterer Folge auch das Verständnis dafür, welche soziale Kraft, nämlich das Proletariat, die Arbeiterklasse, die tragende Kraft dieser sozialen Revolution sein würde. Marx schreibt später über dieses Buch von Engels, wie frisch, leidenschaftlich, kühn, vorausgreifend und ohne gelehrte und wissenschaftliche Bedenken wird hier die Sache gefasst. Das Buch war aber nicht nur wissenschaftliche Arbeit, sondern eine politische Anklage gegen die englischen Kapitalisten. Und wenn er die Missstände in England anprangerte, dann schlug er, wie er es ausdrückte, den Sack, aber er meinte auch den Esel. Sprich, er kritisierte damit auch die herrschende Klasse in seiner Heimat Deutschland. Der damals 24-jährige Engels studiert aber nicht nur den britischen Kapitalismus und die sozialen Lebensverhältnisse der Arbeiterinnen, sondern knüpft auch Kontakte zu neu entstehenden Arbeiterbewegungen, allen voran zu Führern der Chartisten, der ersten Arbeiterpartei weltweit. Das neue Buch von Rob Sewell über die Geschichte dieser Bewegung aus den 1840ern sollte jeder gelesen haben, der die frühe Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung verstehen will. Darin wird auch sehr gut dargestellt, wie Engels gezielt darauf hinwirkte, die besten Teile der Chartisten
für die Methoden des wissenschaftlichen Sozialismus und für eine revolutionäre Perspektive zu gewinnen. Seit dem Beginn seiner Kooperation und Freundschaft mit Karl Marx, zu Beginn der 1840er Jahre, bis zu seinem Tod 1895, wird er in der Gewinnung der besten Teile der internationalen Arbeiterbewegung für die Ideen des Kommunismus seine wichtigste Aufgabe sehen. Marx und Engels suchten gezielt den Kontakt zu den damals bereits bestehenden Arbeitervereinen, sozialistischen und kommunistischen Geheimgesellschaften. Die Idee war, dass die Kommunisten auf der Grundlage einer weitgehenden programmatischen Übereinstimmung eine internationale Organisation schaffen müssen, die sich propagandistisch und organisatorisch auf die kommende Revolution vorbereiten sollte. Über sogenannte Korrespondenzkomitees in den verschiedenen Ländern, von denen Engels jenes in Paris leitete, sollte diese internationale Organisation aufgebaut werden. Das entsprach ziemlich genau jener Konzeption, die später Lenin zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland mit der Iskra verfolgen sollte. 1847 kam es dann unter der Beteiligung von Friedrich Engels zur Gründung des Bunds der Kommunisten, einer internationalen Organisation, die auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus beruhte. Das war der Prototyp einer jeden revolutionären marxistischen Organisation, die seither gegründet wurde. Auf diesem Gründungskongress wurde der Beschluss gefasst, ein kommunistisches Glaubensbekenntnis zu verfassen. Den ersten Entwurf dazu lieferte Friedrich Engels. Von ihm kam dann aber der Vorschlag, Marx möge darauf aufbauend ein Manifest der kommunistischen Partei schreiben. Zentrale Ideen dieses geschichtemachenden Manifests stammen von Engels selbst. So etwa die Taktik der Kommunisten im Verhältnis zu allen anderen Arbeiterparteien. Zitat: Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder. Sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus. Der nächste Zweck der Kommunisten ist derselbe wie der aller übrigen politischen proletarischen Parteien. Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisherrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung. Kurz nach Erscheinen des Kommunistischen Manifests bricht 1848, zuerst in Frankreich, dann in Deutschland und Österreich, die Revolution aus. Marx und Engels sehen es als ihre Aufgabe, nach Deutschland zurückzukehren und dort aktiv in der revolutionären Bewegung teilzunehmen. Engels organisiert in Köln als Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung Massenkundgebungen, muss aber dann vor politischer Verfolgung flüchten. Nachdem er vor Gericht freigesprochen wird, beteiligt er sich an dem revolutionären Aufstand in seiner Heimat Elbersfeld, wo er der Verantwortliche für den Barrikadenkampf wird, und kämpft anschließend in der Badischen Revolutionsarmee gegen die preußischen Truppen. Nach der Niederschlagung der Revolution von 1848-1849 flüchtet er erneut und organisiert von London aus die Fluchthilfe für andere Revolutionäre. Seine Analysen der Klassenverhältnisse der 1848er Revolution und speziell der schwankenden, inkonsequenten Rolle des Bürgertums liefern einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Marxischen Revolutionstheorie. Von nun an vertreten Marx und Engels die Idee einer Revolution in Permanenz, die besagt, dass sich die Arbeiterklasse an die Spitze der Revolution stellen und die demokratische Revolution zu einer sozialen Revolution weitertreiben muss. Die folgenden beiden Jahrzehnte, eine Zeit der politischen Reaktion, muss Engels im Unternehmen seines Vaters arbeiten, was er als hündische Beschäftigung bezeichnet. In all diesen Jahren führen er und Marx jedoch eine intensive Korrespondenz, in der sie die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus weiterentwickeln. 1865 wird Engels Mitglied der Internationalen Arbeiterassoziation, der ersten Internationale. Doch erst 5 Jahre später ist es ihm endlich möglich, eine führende Funktion in der Internationale einzunehmen.
Da er 12 Sprachen spricht, nimmt er bald eine Schlüsselrolle ein. Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune organisiert Engels federführend die Hilfe für geflüchtete Kommunarden. Während sich Marx nun in den folgenden Jahren ganz der Arbeit am Kapital widmet, ist es Engels, der in der Arbeiterbewegung die Grundsätze des Kommunistischen Manifests gegen die Anhänger von Bakunin, Proudhon und Ferdinand Lassalle verteidigt. Welche Methoden Engels bei seinem Versuch der Einflussnahme auf die Arbeiterbewegung anwendet, lässt sich gut am Beispiel seiner Beziehung zur deutschen Sozialdemokratie nachzeichnen. In erster Linie erarbeitet Engels politische Perspektiven, um seinen Anhängern Orientierung zu geben. Besonders wichtig war das zum Beispiel im Fall der deutschen Reichsgründung unter Bismarck. Sein Biograf Gustav Meyer meinte, seine ökonomische Geschichtsauffassung befähigte Engels, durch die politische Haut hindurch auch den sozialen Blutkreislauf und das ökonomische Knochengerüst des neuen Reiches zu beobachten. Engels war sich sicher, dass im Rahmen des Deutschen Reiches, so reaktionär seine politische Führung unter Bismarck auch sein mochte, die Produktivkräfte so vorangetrieben würden, dass mit der Entwicklung des Kapitalismus eine starke Arbeiterklasse entstehen würde. Engels bewahrte die deutsche Arbeiterbewegung in dieser verwirrenden Situation genau durch diese Perspektive vor verhängnisvollen Fehleinschätzungen und damit vor Resignation und politischer Anpassung. Seine große Leistung war es, der deutschen und später auch der österreichischen Arbeiterbewegung die Grundideen des wissenschaftlichen Sozialismus zu vermitteln. Ein wichtiger Beitrag dazu war etwa seine veröffentlichte Rede am Grab von Karl Marx, wo er anhand des Lebenswerks seines Freundes die Einheit von Theorie und Praxis betonte. Marx, der Mann der Wissenschaft, das war noch lang nicht der halbe Mann, so Engels. So wichtig dieser die Wissenschaft einschätzte und ihre revolutionäre Kraft bei der Entwicklung der Produktivkräfte verstand, so war Marx doch, Zitat, vor allem revolutionär. Mitzuwirken in dieser oder jener Weise am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats, dem er zuerst das Bewusstsein seiner eigenen Lage und seiner Bedürfnisse, das Bewusstsein seiner Bedingungen, seiner Emanzipation gegeben hatte, das war sein wirklicher Lebensberuf. Der Kampf war sein Element. Und diese Rolle verkörperte auch Engels selbst und wurde so zum Vorbild jener Generation von Arbeiterinnen und Arbeitern, die die Sozialdemokratie wenige Jahre später zu einer Massenbewegung machen sollten. Mit seinem Buch »Der deutsche Bauernkrieg« vermittelte er einer ganzen Generation von klassenbewussten Arbeitern, dass ihr Kampf um die Befreiung Teil einer langen revolutionären Tradition ist. Eine Idee, die vielen Sozialdemokratinnen in ihrem Kampf Ermutigung und Verpflichtung wurde. Mit seiner Polemik gegen Eugen Thüring sollte er in der deutschen Arbeiterbewegung einen festen Pflock einschlagen und die grundlegenden Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus für jedermann leicht verständlich darstellen. Bis heute bildet der Anti-Thüring eine perfekte Einführung in die marxistische Weltanschauung. Engels wird gern darauf reduziert, die Ideen von Marx einfach popularisiert und dadurch auch verflacht zu haben. Doch gerade in den Briefen aus seinen letzten Lebensjahren zeigt sich, wie differenziert er die marxistische Methode anzuwenden wusste. Und wie wenig die Kritik zutrifft, Marx und Engels hätten einen plumpen ökonomischen Determinismus in Bezug auf Phänomene der Politik, des Rechts und der Ideologie vertreten. Engels bemühte sich gemeinsam mit Marx über 5 Jahrzehnte, die Bewegung durch Theorie und Praxis aus dem Unrat der Konfusion herauszuholen, wie er einmal an Liebknecht schrieb. Das beginnt bei den Polemiken gegen die utopischen Sozialisten oder gegen die Illusion einer Befreiung der Arbeiter über soziale Reformen in einem demokratisch organisierten Staat. Wo immer sie theoretische Unklarheiten erkennen, die die Arbeiterbewegung daran hindern, mit dem ganzen bürgerlichen Dreck aufzuräumen, setzen sie mit ihrer Kritik an. Engels vertrat dabei stets den Grundsatz, erst politische Klarheit, dann organisatorische Einheit. Und wenn es in der Arbeiterbewegung doch zu Einigungsprozessen kam,
obwohl die politischen Voraussetzungen dafür fehlten, dann sah Engels seine Aufgabe zumindest im Nachhinein darin, mit scharf zugespitzten Debatten für politische Klarheit zu sorgen. Das stand hinter seinem Kampf gegen alle Schattierungen des Reformismus. Engels verwendete viel Kraft für den Kampf der Ideen, den er in seinen Artikeln und Briefen führte. In diesen theoretischen Auseinandersetzungen lebte Engels den Grundsatz, auszusprechen, was ist. Und er setzte sich in diesem Sinne auch kompromisslos für innerparteiliche Demokratie und Meinungsfreiheit ein. In einem Brief an August Bebel, den deutschen Sozialdemokraten, betonte er in dieser Frage, Zitat, ihr, die Partei, braucht die sozialistische Wissenschaft und diese kann nicht leben ohne Freiheit der Bewegung. Da muss man die Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen und man tut es am besten mit Anstand. Eine auch nur lockere Spannung, geschweige denn ein Riss zwischen der Partei und der sozialistischen Wissenschaft, wäre doch ein Pech und eine Blamage sondergleichen. Friedrich Engels wird gerne unterstellt, er habe in seinen letzten Lebensjahren die Perspektive der Revolution fallen gelassen und sei von einem sanften, schrittweisen Übergang zum Sozialismus über den Weg parlamentarischer Wahlen ausgegangen. Mit Hinweis auf sein Vorwort zu Marx' Klassenkämpfen in Frankreich rechtfertigten Karl Kautsky und auch die Austromarxisten ihre reformistische Strategie. Schon Engels selbst wehrte sich gegen diese Interpretation, die ihn als friedfertigen Anbeter der Gesetzlichkeit unter allen Umständen dastehen lässt. Natürlich beinhaltet das Werk von Friedrich Engels auch falsche Prognosen und Fehleinschätzungen. Aber wie Rosa Luxemburg einmal schrieb, doch ist es nur ein wohlfeiles Vergnügen für Kleinkrämer der Geschichtsforschung, Fehler in einem großen Lebenswerk zu konstatieren. Zur Beurteilung einer Persönlichkeit wie ihres Wirkens ist viel wichtiger die Erkenntnis der eigentlichen Ursache, der besonderen Quelle, aus der ihre Fehler wie ihre Vorzüge sich ergaben. In diesem Sinne können wir getrost sagen, dass Friedrich Engels in der Kooperation mit Karl Marx mehr als nur die zweite Geige spielte, sondern sowohl als Theoretiker als auch als Mann der Praxis für die revolutionäre Arbeiterbewegung Großartiges geleistet hat.